Im Jahr 2014 nahm die deutsche UNESCO-Kommission den Karneval und die schwäbisch-alemannische Fastnacht in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes Deutschlands auf. Viele, vor allem Norddeutsche, waren der Ansicht, die UNESCO sei wahnsinnig geworden. Das ist falsch. Sie hat sich nur auch ein bisschen zum Narren gemacht. Das ist die alte Reichs- und Narrenstadt Rottweil zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Nichts Lautes und Besonderes geschieht das ganze Jahr über in dem kleinen Städtchen. Nur einmal, jetzt um die Fastnachtszeit, bereitet sich ein seltsamer Spuk in diesen grauen Häusern vor. Aus Schränken und Truhen blicken die uralten Maskengesichter. Und jedes Jahr, wenn sie wieder ans Licht treten, erklingt im Herzen jedes rechten Rottweilers die Melodie des Rottweiler Narrenmarsches. Und solange noch Reichsstadtblut durch die Adern fließen tut, feiern wir Fastnacht, die Fastnacht in alter Pracht. Dieses Treiben hat sich zum weltweit bekannten Sinnbild der schwäbisch-alemannischen Fastnacht entwickelt, drohte aber zwischenzeitlich mal in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. 1903 nahmen gerade mal 9 Narren und ein Bierkutscher am Narrensprung teil. Das war der Tiefpunkt. Damals noch ausgerichtet von der Rottweiler Karnevalsgesellschaft nach Halle. Dann übernahm die Narrenzunft, schwor dem Irrglauben des alleinselig machenden rheinischen Karnevalismus ab und hauchte der scheintoten alten Fasnacht wieder Leben ein. Die Wiederbelebung gelang. Nicht nur in Rottweil, sondern im gesamten Südwesten. 1924 wurde die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte gegründet, mit dem Ziel, der Fastnacht einen festen, traditionellen Rahmen zu geben, mit einer Vielzahl an Ausdrucksformen. Den Kern bilden dabei die Larven, die viel mehr sind als karnevaleske Maskerade. Jetzt zeigt ihr euer wahres Gesicht. Bisher war's nur eine Larve, dichtete Schiller. Für ihn verbirgt sich hinter der Larve immer eine verborgene Absicht, die entlarvt werden muss. Was natürlich nicht im Sinne des Narrens ist. Der will unerkannt bleiben. Joachim Rues ist den Narren beim Inkognito behilflich, als Larvenschnitzer. Fabian Benz lernt bei ihm, wie es geht. Dazu gehören Geschick und Anatomiekenntnisse. Wenn ich den Bereich da schön runtergehe, dass die Rundung sauber wird. Genau, dass die Augenrundung, dass die sauber rauskommt. Da gehört ein Kunstgefühl dazu. Also nicht nur die Bearbeitung vom Holz, sondern man muss sich auch mit der Anatomie vom Gesicht muss man sich ja beschäftigen. Die Rottweiler Larve, die sollen ja menschliche Züge haben. Und da kann man nicht einfach drauf losschnitzen, dann kommt irgendein Monster raus. Mit dem fängt man nichts an. In Rottweil müssen die Larve menschliche Züge haben und das ist sehr wichtig. Also da sieht man ja zum Beispiel bei dieser Larve hier die Augenwölbung. Also es gibt Larven, bei anderen Zünfte, die sind, da sind die Augen gerade.
Und das ist falsch. Das hat ja mit dem menschlichen Zug gar nichts zu tun. Der Augapfel ist da und deshalb muss das Auge eine Wölbung haben. Zu jeder Larve gehört das passende Kleidle. Und das ist immer ein Gesamtkunstwerk. Oft mit Spiegel, Fuchsschwanz und vor allem Glocken, die zusammen gerne mal einen halben Zentner wiegen. Luftakrobaten verzichten darauf, wie der Federerhannes. Die Fastnacht im Südwesten hat eine unglaubliche Vielfalt an Narrenfiguren hervorgebracht. Viele davon sind zutiefst regional verhaftet. In Rottweil gibt es 5 Grundtypen. Das ist einmal der Schandle, das Biss, der Federhannes, das Frenzegleidle und das Gschell. Schwer zu schnitzen. Zum Beispiel, wenn man Federhannes, da hat man überall Anhaltspunkte. Durch die Falten, durch die Zähne, durch das Kinn. Da hat man überall Bereiche, wo man sich dran halten kann. Jetzt beim Frenzegleidle, das ist ganz glatt, die Wangen. Und dann der richtige Auszug zu bekommen, das ist sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Joachim Rues ist ein bisschen wie Meister Geppetto in Pinocchio. Nur, dass er aus einem Stück Holz keinen echten Jungen, sondern einen echten Narren machen will. Harald Sellner wirkt an des Wunders zweitem Teil. Ich habe ursprünglich mit dem Schnitzen begonnen, also das ist eigentlich mein eigentliches Handwerk. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht, auch die Larven selber zu fassen, der Larve ein Leben einzuhauchen. Denn letztendlich aus dem Holzklotz oder aus der Larve, der Holzlarve, muss eine farbige Larve werden. Und das macht man eben durch das Fassen. Und das ist eine hohe Kunst. Und ich habe einfach angefangen damit und Spaß daran gefunden. Er arbeitet dabei genau wie Michelangelo an der Sixtinischen Kapelle, al fresco. Also ich mache gerade die sogenannte Nass-in-Nass-Technik. Das heißt, ich trage den Grundton nochmal auf, setze die sogenannten Lichter, also die hellen Stellen, die erhabenen Stellen. Und da die Farbe nass ist und die Lichter auch noch nass, die helle Farbe, nennt man das die Nass-in-Nass-Technik. Und die richtige Verbindung beider Farbschichten kriege ich nur hin, wenn ich wirklich mit der Hand arbeite. Und hier an der oberen Stelle der Larve ist natürlich wichtig, dass es nicht einen Rand gibt, wo es hier hell plötzlich wird und hier ist es dunkel, sondern es muss wirklich ein fließender Übergang werden. Und das ist eigentlich die Kunst bei dem Ganzen. Deswegen muss man hier auch beim Stupfen mit unterschiedlichem Druck arbeiten. Und jetzt zum Schluss wirklich mit der ganzen Handfläche. Und hoffen, dass der Schnitzer nicht zu dünn geschnitzt hat. Das ist natürlich was ganz Tolles, auch wenn man sieht, die laufen am Narrensprung, das ist für mich das Höchste. Also ich mache natürlich auch Larven für Leute, die sie an die Wand hängen, aber das weniger gern, muss ich ganz einfach sagen. Also es ist schön, die Larven zu sehen und es ist ein tolles Gefühl, ja. Also zu denken, in 200 Jahren, wer weiß, vielleicht gibt es die Larven noch, wer weiß. Dieser Wunsch ist nicht aus der Luft gegriffen. Die ältesten noch getragenen Larven stammen schließlich aus dem 18. oder frühen 19. Jahrhundert. So genau weiß man es nicht. Das Alter ist eines ihrer kleinen Geheimnisse. Genau wie das ihrer Träger. In der Fastnacht werden nicht nur alte Bräuche gefeiert, sondern auch altes Handwerk. Handwerk. Nicht für den vergänglichen, schnöden, öden Alltag, sondern für die närrische Ewigkeit, in der man endlich mal man selbst sein kann. Nicht wenige behaupten schließlich, dass man nur mit Larve sein wahres Gesicht zeigt und sich den Rest des Jahres verstellt. Das gilt, wenn es denn stimmt, auch für die nur selten voll vermummten Anhänger des Karnevals rheinischer Prägung. Thank you.
Für schwäbisch-alemannische Narren hat das karnevaleske Narrenwesen etwas Halbgares. Dabei sind alle Narren aus demselben Ei gekrochen. Fastnacht und Karneval sind eigentlich dasselbe. Es sind nur verschiedene Erscheinungsformen. Und zwar ist die Fastnacht die ältere Form, das sich verkleiden, voll vermummen, mit Maske bis zur Unkenntlichkeit. Die neuere, von der Romantik geschaffene Form ist dann der Karneval gewesen. Ab dem 19. Jahrhundert ist er im Rheinland entstanden. Und er war dann so dominant, dass auch im gesamten südwestdeutschen Raum Karneval gefeiert worden ist, das ganze 19. Jahrhundert über. Weil der so herrlich zivilisiert vonstatten ging. Man ersetzte den Wildwuchs der chaotischen, im wahrsten Sinne des Wortes unbeherrschten Fasnacht durch regelrechte Prozessionen mit festen Rollen, einem Organisationskomitee und einem Helden, dem man zujubeln durfte. Die Fasnacht wurde veredelt und veradelt. Also die Rolle Prinz und Prinzessin, das hat sich ja so entwickelt, dass man 1823 ganz einfach jemand eine Symbolfigur brauchte, der man folgt. Das war dann der Held oder Prinz Karneval. Der seine Macht oft mit einer Prinzessin teilte, einer männlichen. Bis im Dritten Reich die wirklich Wahnsinnigen an die Macht kamen und forderten, eine Prinzessin habe weiblichen Geschlechts zu sein. Und viele haben nachgegeben und haben gesagt, wenn wir dafür in Ruhe gelassen werden, in Gottes Namen, dann wird unsere Prinzessin in Zukunft von einer jungen Frau dargestellt. Auch schön. Das Ergebnis? Prinzessinnen ohne Schnäuzer. Ich muss ehrlich sagen, also mir gefällt eine Prinzessin, die von einer Frau dargestellt wird, auch besser, als wenn sie von einem Mann dargestellt würde. Ja, man gewöhnt sich eben an alles. Das fällt Narren erstaunlich leicht. Bereits im zweiten Jahr galt die weibliche Prinzessin als liebgewonnene Tradition, im dritten als langjährige. Die Tradition der Themen- oder Motto-Umzüge ist aber wirklich schon über ein Jahrhundert alt. Von Beginn an spielte man gerne Weltgeschichte nach. Zum Beispiel 1911 den Panthersprung eines Kanonenbootes nach Agadir. Oder 1953 den Sturz des ägyptischen Königs Faruk. Immer nahm man aber auch lokale Ereignisse auf die Schippe, wie einen in Sand gesetzten Brückenbau. Oder die Einführung der Wehrpflicht, durch die man wieder das Brett vom Kopf zur Waffe machte, inklusive NATO-Beitritt und die damit verbundenen Verwerfungen im deutsch-deutschen Verhältnis. Für den Osten gab's Spott. Mit Onkel Sam feierte man 1959 Hawaii als 50. Bundesstaat. Das geeinigte Westeuropa war ein Narrenschiff, auf dem so großartige Ideen ausgebrütet wurden wie Waffenexporte. Man bezweifelte jedoch den sachgemäßen Umgang mit der gelieferten Ware. Und während in Freiburg und anderswo echte 68er protestierten, wurden sie im Umzug persifliert. Auch der aktuelle Anlass der Unruhen wurde aufs Korn genommen. Der Besuch des iranischen Herrschers nebst illustrer Gemahlin. Bis heute hat die politische Satire ihren Platz im Karneval. Und dabei ist es egal, ob es sich um hochmoderne Abhöranlagen oder hochnotpeinliche Marmorbadewannen handelt. Narren prangern Missstände an. Einfallsreich, farbenfroh, aktuell. Und augenzwinkernd bitterböse. Das macht den unschlagbaren Reiz der Umzüge aus, seit mehr als 100 Jahren. Lange glaubte man, die schwäbisch-alemannische Fasnacht könne auf Dauer nicht bestehen. Die beschwingte Urgewalt des rheinischen Frohsinns würde sie hinwegfegen. Aber sie hat überlebt, neben dem Karneval. Und in einigen Regionen sogar mit ihm. Mischformen gibt es vor allem in den Übergangsgebieten. Dort, wo noch nicht rheinischer Karneval und nicht mehr schwäbisch-alemannische Fasnacht in Rheinkultur gefeiert wird. Dort sind die Übergänge.
Mit Mahnungen aus dem Lautsprecherwagen der Polizei fing's an. Am Sonntagnachmittag, Punkt 13.30 Uhr in Bad Cannstatt. Aber es wurde ein großer Erfolg. Der Fasensumzug. 2000 Narren waren nach Bad Cannstatt gekommen, in den östlichsten Außenposten der schwäbisch-alemannischen Fasnacht, in den Außenposten, der sich zu einer Hochburg entwickeln will. Und tatsächlich, nach diesem Sonntag muss das vielleicht von Rheinländern in die Welt gesetzte Vorurteil aufhören, dass die Schwaben nicht Fastnacht feiern können. Karnevalistisch gesehen liegt Stuttgart genau im Schnittpunkt zwischen rheinischem Karneval, alemannischer Fasnet und Münchner Fasching. Die Stuttgarter Narretei ist deshalb alles in einem, nur leider keines richtig. Ehrlich gesagt, ich muss die Stuttgarter ein bisschen beleidigen. Und zwar können die kein Fasching machen. Den kann ich an für sich nicht mehr erwarten vom Stuttgarter Karneval. Und wenn man nichts anderes gewöhnt ist, dann gefällt ihm hier sehr gut. Meins gefällt mir besser. Dabei hat man alles gegeben. Zum Beispiel beim Ober- und Unterwasserspätschocken der KG Möbelwagen 1963. Wer Angst hatte, sich einzunässen, musste ja nicht mitmachen. Darf sich aber hinterher auch nicht beklagen, es wäre nichts los gewesen. Mainz gefällt mir besser. Unfassbar. Ich war noch nicht im Rheinland, aber ich glaube, dass die Stuttgarter auf dem besten Wege sind, sehr liebe Karnevalisten zu werden. In einigen Jahren dürfte die Möglichkeit bestehen, dass man den rheinischen Karneval sehr gut nachmachen könnte. Nachmachen, haben Sie gesagt. Ja. Dafür hätte er nun wirklich Prügel verdient. Aber die Saublautere bekommen dafür andere ab, zum Beispiel in Stockach, wo man es nicht nötig hat, das Rheinland zu imitieren, Gott behüte. Für den groben Unfug zeichnet in Stockach die Zimmerergilde von 1881 verantwortlich. Die stellt den Narrenbaum auf und schraubt nebenbei Fensterläden ab. Vielleicht, damit der Geist der Weihnacht endlich entweichen und der Geist der Fasnacht ungehindert einziehen konnte. Wer weiß. Tatsache ist auf jeden Fall, dass man schon die Kleinsten zu solchem Tun anstiftete, auch wenn die noch nicht lesen konnten, was auf den Spottschildern stand. Hier wohnt ein böser Mann. Oder ab mit dir an die Nordsee. Einen schlimmeren Fluch kann es nicht geben. Zur Fasnacht. Wer in Stockach bleiben wollte, bestenfalls mit seinen Fensterläden, versuchte sich mit alkoholischen Getränken freizukaufen. Das gelang meist, oft aber auch nur so halb. Ein anderer Brauch beginnt in aller Herrgottsfrühe am Schellemendick in Wolfach, der Wohlauf. Ursprünglichen Text, in dem traditionell das Erwachen des Antichristen besungen wurde, hatte man kurz vorher geändert, um politisch korrekt zu sein. Gleichwohl ist an der Fasnacht aber immer noch, wie es sich gehört, der Teufel los. Immer mehr Narren treffen sich auf den nächtlichen Straßen zu Schnurrgruppen. Ihre Spezialität: deftige Reden,
und Höllenlärm. Unter der Maske einer alten Dame kann ein junges Mädchen sein, ein älterer Herr, aber auch eine alte Dame. Und dann wird geschnurrt. In Norddeutschland würde man dazu vielleicht Flachsen sagen. Hier wird ein verkleideter Dienstmann derb aufs Korn genommen. Jetzt kannst du ein großes Wort führen. In Wirklichkeit, wenn die Frau dabei ist, traust du dich überhaupt gar nichts zu sagen. Ich schenke dir jetzt auf ihre Konservenbix. Du bist nämlich selber eine doofe Edelsardine. Liebe Narrinnen und Narren, unsere Schnurrante sind gekommen. Wir grüßen Sie mit unserem alten Narren. Gruß von Wolfe. Ergreiftigs! In einer Wirtschaft hierzuland man folgende Familie fand: den Wirt und eine fette Sau und seine Magd und seine Frau. Wenn sich Karnevalisten jetzt an Büttenreden erinnert sehen, ist das völlig richtig. Nur ohne Bütt und im kleinen Kreis. Denn du darfst ja nie vergessen, deine Sau, die kannst du nur essen. Es gab richtige Stars, wie Severin und Ignaz in Donaueschingen, die übrigens im Besitz eines der ersten Mobiltelefone waren. Die Saalfastnacht war hier schon in den 30er Jahren visionär. Dem erst Jahrzehnte später so richtig aufkommenden Feminismus setzte man früh eigene Antworten entgegen. All das fand im kleinen Kreis statt, bis das Fernsehen kam. Das holte die Fasnacht von der Straße und aus den Stuben in die bundesweiten Wohnzimmer. Herr Kapellmeister, werfen Sie den Riemen auf die Orschel, es geht los. Herzlich willkommen, liebe Fernsehzuschauer, zur Sitzung Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Lokalmatadoren wurden zu Fernsehstars, wie Herbert Bonnewitz. Von einem meiner zahlreichen Vorfahren stammt der berühmte Ausspruch: Gibt's denn in dem Lade hier nichts zu trinken? Oder Rudi Zörns, mit unschlagbaren Rabattangeboten. In Pretzel, da ist ja mein Angebot stack. Das Stück 50 Pfennig, ab 4 Stück 2 Mack. Im Traum sind die eigenen Frauen gar stumm. Sie fliehen als Engel mit Pausbäckchen rum. Sie zwitschern Hosianna, da haben unsere Fluche. Das alles macht haschisch, wer will mal versuchen? Unfug, in Worte gegossen oder in Gesang. Wir sind die Trems, 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 Trems. Von der Hals und steht das Wasser immer bis zum Hals. Wir schaffen nix, nix, nix wird gerockt, prima, nix abgezogen. Den Hammer geworfen, Ordner getroffen, Bein ab, ei, guck mal da. Im Grunde genommen reden wir von zwei Flügeln, die den Vogel Fasnacht voranbringen. Das eine ist natürlich Kokolores, also den lustigen Dingen, die aus dem Alltag, nicht unkritisch übrigens, aber die doch mehr das alltägliche Leben auf die Schippe nehmen. Und dem politisch-literarischen Vortrag, der sich also ganz dezidiert vorgenommen hat, sozial und Politik kritisch zu sein. Einer von denen war Willi Scheu, als Bayerz mit der Laterne. Ein Narr eher konservativer Ausrichtung. Den will man ja zum Kanzler machen, als neues CDU-Idol.
an Größe überragt er alle. Er hat ein stattliches Gewicht. Doch auch in diesem Zweifelsfalle, ob sie es mal werden, das weiß man nicht. Das sozennahe Gegenstück war Dieter Brandt. Denkt an Gewerkschaften, Verbände, Parteien und Koalition. Reicht man sich dort einmal die Hände, herrscht gleich ein freundlicherer Ton. Oder ein nachdenklicherer mit Ernst Neger. Heile, heile Gänschen, es ist bald wieder gut. Das Kätzchen hat ein Schwänzchen, es ist bald wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahr ist alles weg. Und sind die Kinder größer dann, erwacht im Herz die Liebe. Es dreht sich alles um den Mann, den bösen Herzensdieb. Doch wenn das Herz in Flammen steht, vor Liebe, Lust und Glück, der Mann sehr oft von dannen geht, lässt weinen sie zurück. Heile, heile Gänschen, ja, als die Strophe dann von Mainz gesungen wird, dann kriegen heute noch manche Leute Tränen in die Augen, damals auf jeden Fall. Damals, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, mit 9 Strophen des alten Liedes. Wär ich einmal der Herrgott heut, dann wüsste ich nur eins, ich nehm in meine Arme weit, mein Arm zertrümmert meins und streichelt ist ganz sanft und lind und sag, hab nur Geduld. Ich bau dich wieder auf, geschwind, ja, du warst doch gar nicht schuld. Wenn man sich umgeschaut hat, die Stadt war in Trümmern und dann hat man natürlich auch eine gewisse Melancholie, ein Recht auf Melancholie, sag ich mal. Und wenn dann zum Schluss dann doch wieder gelacht wird, ist es ja gut. Das Kätzchen hat ein Schwänzchen, es wird schon wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Die Fernsehfastnacht wurde zum Straßenfeger, bunt und bombastisch. Fürs große Publikum. Fastnacht ist ein Repräsentationsbrauch und das braucht auch Publikum. Denn Fastnacht will sich vielen zeigen und will auch viele begeistern. Aber wenn es allzu groß und allzu viele werden, dann kann es auch von Nachteil sein. Manchmal haben auch die kleinen Bräuche ihren Charme, die irgendwo in der Provinz, vielleicht sogar ganz ohne Publikum stattfinden, wo eigentlich nur die unmittelbar Beteiligten wissen, worum es geht. Denn es ist auch was Schönes, wenn Bräuche nicht nur vorgeführt werden für das große Publikum, sondern wenn sie einfach nur ausgeführt werden für die, die dazugehören. Was kommt denn da mit Ching und Bum? Das Sammlervölklein fährt heute um. Ja, Sie haben recht gehört, das Sammlervölklein. Bad Waldsee in Oberschwaben hat eine alte und bekannte Narrenzunft. Zu ihr gehört auch das Sammlervölklein, mit einem eigenen König und Kanzler an der Spitze. An den Tagen vor der eigentlichen Fasnet fahren die Waldseer Sammlerinnen und Sammler von Bauernhof zu Bauernhof und holen Eier, Butter, Mehl und andere schöne Dinge zusammen als Gabe für den Narrensaam, also für die Waldseer Kinder. Hier gilt der Besuch dem Bauern Umbrecht in Hopfenweiler. Jetzt gucken noch, wer wir raus sind. Wir sind arme Leute und haben tausend Kind. Drum gebt uns bitte was ihr habt für uns und unsere tausend Kind. Guckt euch um, was bei uns hat. Wir machen eure Kinder schon satt. Und nun wird zuerst symbolisch gesammelt, indem von überall her irgendeine Beute zum Spaß angeschleppt wird. Die sind nicht so lamm, fromm und brav. Hammel ist Hammel, Schaf ist Schaf. Und dazu wird das Sammlerlied gesungen. Heute wird gesammelt, heute wird gelacht, heute wird gesammelt, bis der Wagen kracht.
Ja, und dann bewirten in der Stube Bauer und Bäuerin ihre Gäste. Wie gut denen das bekommt, das sehen wir ja. Das Sammlervölkchen von Bad Waldsee. Nur einer der Bräuche, bei dem alle auf den Beinen sind. Ein anderer ist der Hemdglunker-Umzug. Hinter Besenmann und Stadttier. In Endingen am Kaiserstuhl. Steht erst der Narrenbaum, wird der Jockeli geweckt. So Schnimmi in am Brunnen bliebe, muss um zu Sorg und Leid verbliebe. Drum wäre für alle um mich rum. Jockeli, komm! Die Idee, dass die Narrheit das ganze Jahr über tief unten im Brunnen ruht und geweckt werden kann, stammt wohl aus dem 16. Jahrhundert und ist irgendwann, wie in Endingen, zum festen Brauch geworden. Im Mittelpunkt steht dabei seit 1782 der Jockeli. So, Jockeli, du bist unsere Narrenfigur in Endingen. Sieh, dass man zurückdenken kann. An 1860 hast du so ausgesehen. Das ist das Kleidchen vom Weihmitglied, vom Zunftmeister Karl Friedrich Bichele. Später danach, gegen 1900, haben wir ein Jockeli in gestreifter Form. Früher hat man den Stoff so gewählt, wenn man daheim gehabt. Alter Matratzenstoff oder Vorhangstoff. Und jeder hat das eben auch, was er daheim gerade gehabt. Die Rüsche ist typisch, die Jockeli habe so, hat man es bis heute. So, vor über 80 Jahren, um die 1930, ist dann der Jockeli in seinem Gewand vereinheitlicht worden. Rot und die Zipfel eingefasst mit Blau-Weiß, das sind Endinger Stadtfarben. Die Larve ist dann noch dazugekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den 1947er, hat es da damit angefangen. Der Jockeli ist in der Form bis heute erhalten. Er ist noch ein wenig aufgehübscht worden, wie man heute so schön sagt. Und so haben wir die Jockeli jetzt. In der heutigen Tag von deinen in Endingen, klein und groß, an der Fasnet rund 1200 Läufe. Höhepunkte des Jockeli-Treibens sind der Fasnetsfritig mit dem Kinderumzug und der Fasnetsundig als großer Jockeli-Tag. Franz Josef Vollherbst war schon als Kind dabei. Gerne, aber irgendwie auch unfreiwillig. Ich bin in einem Narrenhaus aufgewachsen. Als Endinger ist man Jockeli, wenn man auf die Welt kommt. Eine Tradition, die bis heute ungebrochen scheint. Übrigens nicht nur und ausschließlich für Endinger. Auch am anderen Ende der Welt kann man als Jockeli geboren werden. Sie sind da! Jockeli, bist du Colonia Tovar in Venezuela? Arri! Arri! Tovar Jockeli, Simo! Die Jockeli aus Venezuela unterscheiden sich kaum. Weder im Gewand noch in den Sprüchen. Sie sprechen Dialekt, wie Ralf Mutter. In Venezuela normalerweise gibt es Karnevale, ja. Und in Tovar haben wir die, so wie die Endinger, Fasnet. Also da feiert man halt Fasnet wie in Endingen. Und das erste Mal war es ungefähr, ich war sechs Jahre alt, wo ich das erste Mal mit dem Jockeli mitgemacht habe. Aber Fasnet habe ich einigermaßen immer gemacht. Und natürlich den Narrenschwur geleistet. Ich will ein Narr sein. Ich will ein Narr sein. Und das nur zur Fasnetzeit. Und das nur zur Fasnetzeit. Und nicht das ganze Jahr. Und nicht das ganze Jahr. Wie sonst so viele Leute. Wie sonst so viele Leute.
Das schwöre ich mit Haut und Haar. Das schwöre ich mit Haut und Haar. Vor der ganzen Narrenschar. Vor der ganzen Narrenschar. Jetzt haben wir. Den zahle ich noch. Mein Schaden. Dass man ausgerechnet in Venezuela Fasnet aller Endingen feiert, ist natürlich kein Zufall. 1843 wanderten hunderte Kaiserstühler aus, gründeten die Colonia Tovar und hielten Sprache und Bräuche am Leben. Die Jockel ist in der Brunnenkei, die haben hier eine Plumse. Hat gemeint, sie ist ein großer Mann, das ist nur ein kleiner Stumper. Meine Mutter die hat immer gesagt, die Oma hat Joggeli-Sprechli gesungen. Aber sie haben gefragt, ja, wie sieht der Joggeli aus? Sie hat gesagt, ich weiß es nicht, ist halt der Fastnachtsnacht. Also, wenn er aussieht oder wenn er aussieht, wissen wir nicht. Das änderte sich Anfang der 70er Jahre, als der Tovarer Pablo Dürr eine Endinger Larve bekam und dem venezolanischen Joggeli wieder ein Gesicht gab. Das ist die Muttermaske für alle, die es in Tovar gibt. Das war die erste, mit der haben wir angefangen. Wie viel habt ihr jetzt davon insgesamt? Ja, so 120 Masken haben wir. Mit denen eine transatlantische Wiedervereinigung gelang. Jockli mit der Wiege, Jockli mit dem Bass. Jockli hat den Hose gemacht, ei, was ist denn das? Die Fasnacht in fremde Welten tragen. Das versuchten auch andere. Kein normaler Nach holt Mitte im Oktober Häs und Maske aus dem Schrank. Die Buchauer Moorochse haben sich eigentlich etwas Unmögliches vorgenommen. Den freundlichen Menschen auf der grünen Insel Irland einmal zu zeigen, was oberschwäbisches Fasnachtsbrauchtum heißt. Schließlich sind daran schon viele im eigenen Land gescheitert. Glaubt ihr, dass sie das verstehen, unser Narrentum? Dass wir damit anfangen können? Ja, wir probieren es auf jeden Fall mal, das verständlich zu machen. Das ist ja das Sinn und Zweck der Reise. Und wenn die euch für verrückt erklären, wie würdest du darauf reagieren? Da würde ich sagen, das ist ganz normal für einen Narren, dass man die verrückt erklärt. Die Moorochse sind los, grad wieder heim. Aber dort sind sie nicht, sie sind in Ennis, Hauptstadt der Grafschaft Clare. Enge Straße und Gasse vermittelt ruhige und gemütliche irische Lebensweise. Aber nix mehr mit Beschaulichkeit. Wie eine unbegreifliche Naturgewalt bricht heute Narrenrecht herein. Moorochse, Seerose und Galgervögel sind da. Jetzt gibt's bloß noch eins, wer es will, hat geht. It's beautiful. Really nice. Okay. Especially on a Monday morning. I think it is marvelous. Yeah? They certainly look beautiful. Schwäbisch-alemannische Schönheitsideale trafen also auf Gegenliebe in Irland. Kein Wunder, glaubt man doch an die gleichen keltischen Vorfahren. Viele der schwäbisch-alemannischen Fasnachtsfiguren wirken wie einem uralten, vorchristlichen Albtraum entsprungen. Heidnisch eben. Ein Trugschluss, dem sogar seriöse Wissenschaftler erlagen. Die Anfänge liegen sicher in der vorchristlichen Zeit. Und da liegt auch der Sinn begraben. Unsere alemannischen Vorfahren in ihren primitiven Lebensverhältnissen hatten Angst vor dem Winter. Sie wollten den Winter vertreiben. Wir sehen in den Bräuchen den Sommer-Winterkampf. Das hat man lange geglaubt, aber es ist ein Missverständnis. Fasnacht ist katholisch. Fasnacht hat etwas mit Kirche zu tun. Und die reformierte Kirche, die konnte mit der Fasnacht nicht mehr sehr viel anfangen, weil auch die Fastenzeit abgeschafft wurde. Deswegen gab es gar keinen Anlass mehr, Fasnacht zu feiern. Die frühesten Kosmographen, die Fasnacht beschrieben haben, kamen aber alle aus dem protestantischen Bereich und haben über die Fasnacht geschrieben, das sei ein heidnischer Brauch. Gemeint haben sie damit, es sei ein katholischer Brauch, denn alles Katholische war für sie heidnisch.
Luther hatte halt den Eindruck, das gottgefällige Leben habe Pause in der Fasnacht. Damit lag er richtig. Denn das ist schließlich der tiefere Sinn. Wenn am Aschermittwoch alle Sünden vergeben werden, dann kann man's vorher noch mal richtig krachen lassen. Heidnischer Schnickschnack inklusive. Fasnacht und Karneval sind christlich geprägt und motiviert, aber dass die Menschheit mit den Feierformen nicht immer nur Neues erfindet, sondern eben auf uralte Traditionen zurückgreift, ist klar. Denken Sie an das Maskentragen, denken Sie an das Tanzen, denken Sie an das Krachmachen, auch die Musik, an das exzessive Essen und Trinken und so weiter. Das sind Feierformen, die den Menschen eigen sind. Und dabei gilt, je urwüchsiger sie wirken, desto eher gelten sie als vorchristlich. Selbst wenn Teer und ein Autoreifen mitspielen. Achten Sie mal drauf. Um die Scheiben zu schlagen, steigt die Jugend der Dörfer auf die Gipfel der umliegenden Berge. Die Scheiben, handtellergroße geschnitzte Holzstücke. Sie werden auf frisch geschnittene Haselnussstöcke gesteckt, im Feuer glühend gemacht und als Funken ins Tal geschlagen. Dieser Brauch ist sehr alt. Heidnischen Ursprungs. Die glühenden Scheiben, die Feuer auf den Bergen, sollen den Winter vertreiben. In diesem Jahr allerdings gelangt die Beschwörung nicht. Es schneite. Glühen die Scheiben, so werden sie an Stöcken durch die Luft geschwungen. Die Burschen sagen einen Vers auf und weihen so vor dem Abschlag die Scheibe dem Pfarrer, dem Lehrer oder ihrem Mädchen. Die Bische oben soll die Schiebe gehen, die Schiebe soll dem Vater gehen. Nachdem die Scheiben geschlagen sind, wird die Hexe verbrannt. Ihr Verlodern ist ein Symbol dafür, dass nun der Winter seine Macht verloren hat und der Frühling kommt. Zum Ausklang der Fasnacht ein Hoffnungszeichen. Dagegen sind andere Bräuche so deprimierend, dass sie ohne Zweifel in die moderne Welt gehören. An einem jeden grauenhaften Aschermittwoch. Würdige Männer aus Wolfach. Sie liefen heute Mittag durch die Stadt und stellten sich dann weinend mit ihren leeren Geldbeuteln an die Mauer des Finanzamtes. Nun, es ist schon eine närrische Idee, über die leeren Geldbeutel nach der Fasnacht an der Mauer des Finanzamtes zu weinen. Denn diesmal ist wahrscheinlich das Finanzamt nicht schuld gewesen. Und dann geht es im Trauerschritt und ganz ernst wieder durch die Hauptstraße. Und unser Kameramann ist selbst wohl vor Trauer auf die falsche Seite gekommen. Und keiner von ihnen darf lachen. Denn wer hier lacht von den Trauernden, die die Fasnacht betrauern und die leeren Geldbeutel gleichzeitig, der müsste nachher die Zeche bezahlen. Und hier ist sie nun voll im Gange, die Geldbeutelwäsche, die immer viele, viele Schaulustige am Aschermittwoch nach Wolfach zieht. Da werden die leeren Goldgeldbeutel, in denen nichts mehr übrig geblieben ist, nach den Fastnachtstagen unter Trauer, und wer wäre nicht darüber traurig, ausgewaschen. Und den Durst, den man nicht mehr in der Wirtschaft mit dem Geldbeutel stillen kann, man versucht es eben so. Aber das Leben geht weiter. Und die nächste Fastnacht kommt bestimmt. Beim SV Knielingen trainiert man schon dafür. Gardetanz. Der gehört für Karnevalisten zum festen Repertoire, von jeher. Ist also Tradition. Aber
wie so vieles andere auch in Fasnacht und Karneval, eine erfundene Tradition. Die Hiller Girls eröffnen den Abend mit dem Einmarsch der Garde des Prinzen Karneval. Der Gardetanz ist eben in den 20er, 30er Jahren aus den Revue-Theatern entstanden, als diese Revue-Tänzerinnen dort aufgetreten sind und Furore gemacht haben. Und das hat sich der Karneval dann zu eigen gemacht und hat also diese Mädchengruppen, Girl Groups oder wie auch immer man jetzt dann sagt, gesagt hat, hat das übernommen. Und so ist also der Gardetanz entstanden. Die Hiller Girls schafften das Kunststück, 40 Jahre top zu sein. In Spielfilmen, im Fernsehen und eben auf den Karnevals- und Fastnachtsbühnen, auch im Südwesten. Sie waren Profis, der Gardetanz ihr Broterwerb. Heute kann davon keiner mehr leben. Gardetanz ist ein Hobby, aber auf Hillerniveau, wie bei der Viktoria-Garde. Deren Auftritte sind perfekt. Der Gardetanz ist eine Mischung aus Ballett, Artistik, Bodenturnen und eben Tanzen. Eingebunden in einen Rahmen wechselnder Formationen, bei denen jede ihren Platz genau kennen muss. Ja, aber der karnevalistische Tanzsport kommt ja aus dem Exerzieren, also aus den Garden und auch von den Gardeoffizieren. Und es war ja alles schon sehr streng. Deswegen heißt es auch Marschtanz, weil marschiert wird. Und da gehören natürlich auch strenge Linien und Bilder und Choreografien dann natürlich auch dazu. Im Schautanz kann man da ein bisschen, sag mal, freier sein, aber im klassischen Gardetanz muss es schon sehr, sehr sauber sein. Wobei die Mädels ihr militärisches Vorbild aber längst überholt haben. Dazu braucht es jahrelanges Training. Gardetanz ist Leistungssport und irgendwie auch eine Lebenseinstellung. Also für mich ist Gardetanz was ganz Besonderes. Zum einen, weil wir halt eben alle das Gleiche machen und wir uns wirklich aufeinander verlassen müssen. Also es ist nicht so wie beim Fußball, dass man da durch die Gegend rennt und vielleicht auch einen Ball verschießt, sondern beim Tanzen kommt es halt wirklich darauf an, dass wir alle das Gleiche machen. Und deshalb ist Gardetanz für mich was Besonderes, ja. Und auch von Erfolg gekrönt. Die Knielinger Tänzerinnen haben reihenweise Meisterschaften gesammelt, sind so etwas wie das Bayern München des karnevalistischen Tanzsports. Ja. Achtung! Oh, falscher Einsatz. Das wär's gewesen. Nochmal. Und jetzt! Nachwuchssorgen kennt der Verein nicht. Zulauf gibt's in allen Altersklassen. Trotz oder vielleicht gerade wegen des anstrengenden Trainings und der komplizierten Choreografien. Fußball kann jeder. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder trotzdem Spaß haben dabei. Es ist ein Leistungssport und es ist auch oft mal Muskelkater dabei, aber der Spaß soll nicht verloren gehen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Kinder gerne hier hinkommen, dass die Kinder sich auch freuen, auf die Bühne gehen zu wollen und nicht Angst davor haben. Und sich nicht, wie so viele, im wirklichen Leben verbiegen müssen, sondern nur in und für die Fasnacht. Das scheint glücklich zu machen. Also wenn ich überlege, wie lange ich das schon mache und zurückdenke, warum ich das angefangen habe, dann fand ich das, weil es einfach geglitzert hat, immer unheimlich schön. Aber mit der Zeit hat sich das natürlich geändert. Also das Tanzen hat für mich schon einen ganz besonderen Stellenwert gekriegt. Allein wenn man sich umguckt, wie viele Mädels hier mit mir trainieren, Woche für Woche, auf wie viele Mädels ich mich verlassen kann und wie viele Mädels sich auf mich verlassen, denke ich, erklärt es schon einiges, dass es einfach ein Mannschaftssport ist und da entsteht ein Teamgefühl. Was ich glaube, dass nicht jeder Sport das so hat. Wäre ja auch noch schöner. Es geht schließlich nicht darum, einfach nur blöde Tore zu schießen, sondern die Welt Kopf stehen zu lassen in der Fasnacht. Fasnacht hat überall ihre Choreografien. Und es müssen nicht immer nur die großen Garden sein, das müssen auch nicht die artistischen Ballettvorstellungen sein, sondern das sind die einfachen, aber hochritualisierten Narrenschritte, wie man sie im Südwesten kennt.
jeder Narr bewegt sich anders. Es gibt Hüpfschritte, Jucke, sagt man auf Schwäbisch dazu. Es gibt Tanzschritte. Es gibt aber auch Tänze, wie zum Beispiel die Polonaise in Schönberg. Andere Tänze, die dann auch hoch organisiert sind, dass man sie erst sehr genau lernen muss, um sich dran zu versuchen. Den Anspruch der absoluten Perfektion wie beim Gardetanz hat man hier nicht. Genauso wenig wie in Mainz übrigens. Was man in Mainz das Ballett nennt, wo also, wie es immer früher ausgedrückt worden ist, Mainzer Bürgerstöchter in das Ballettgewand gesprungen sind und dann zu 6, zu 8, zu 12 ein Tänzchen da aufgeführt haben, das aber keineswegs vergleichbar ist mit dem, was heute die Garden unter karnevalistischem Tanzsport verstehen. Der Begriff Mainzer Bürgerstöchter ist dabei sehr weit gefasst. Das Männerballett gehört nämlich auch zu den Fixsternen am karnevalistischen Tanzfirmament. Eine der vielfältigen, albernen Traditionen der Fasnacht. Dazu gehört der Überlinger Schwerttanz definitiv nicht. Der folgt festgelegten Regeln und wurde seit einer halben Ewigkeit vor allem in der Fastnacht getanzt. Schwerttanz ist ein alter Zunfttanz, der sich über Jahre in Überlingen gehalten hat. Die erste Erwähnung ist in einem Ratsprotokoll vom 8. Februar von 1646. Da wird erwähnt, dass der Schwerttanz zum ersten Mal in Überlingen aufgeführt worden ist. Und das Schöne ist, dass er in dieser ursprünglichen Form bis heute ohne Unterbrechung aufgeführt wird. Unser Schwerttanz ist, sage ich mal, von der Attraktion oder von der Schwierigkeit der Tanzvorführung schon eher einfach. Aber wir wissen auch, das soll jetzt nicht hochmütig klingen, dass wir eigentlich in Europa der Schwerttanz sind mit der längsten Tradition und auf der Welt. Eine Tradition, die immer noch an der Fasnacht hängt. Das Hoch gilt den Narren. Alle Narren und der Vierermund, der Rewe. In einer Zeit, in der so ein schneller Wandel ist, wie wir es heute haben, ist es schön, wenn man die Konstante hat, wenn man weiß, das haben schon in den 1600er Jahren haben das unsere Vorfahren gemacht und das hat sich bis heute gehalten. Und es erfüllt mich mit Stolz, bei dieser Kompanie dabei zu sein. Wie im wirklichen Leben gibt's auch beim Schwerttanz ein schwarzes Schaf. Ein Schwerttanz ist immer mit dem Kirchgang verbunden und wir gehen in die Kirche. Nur der Hänsele geht nicht mit in die Kirche. Er zieht in den Wirtshäusern herum, er darf kein Wort sprechen. Und im wichtigsten Moment der Kirche, wenn die Wandlung ist, wenn der Pfarrer praktisch Brot und Wein verwandelt, dann läutet die große Glocke des Überlinger Münsters, die Osanna-Glocke, und der Hänsele schnellt mit seiner Kabatsche und kämpft so gegen das Glockengeläut an. Die Einsamkeit hat er sich selbst zuzuschreiben, behauptet die Legende. Es war so, dass die Stadt eine Hundertschaft stellen musste für einen Krieg, für den Kaiser. Und vor dem Krieg sind alle, weil es gläubige Christen waren, in die heilige Messe gegangen. Nur einer, der ist lieber in den Wirtshäusern herumgezogen und hat sich mit den Frauen herumgemacht. Und eben alle 99 sind wohlbehalten aus dem Krieg zurückgekehrt, nur eben dieser eine nicht. Und der soll unerkannt bleiben, der ist bei uns der Tote. Und gehört damit, neben Teufel und Narr, zu den ältesten Fastnachtsfiguren.
Keine Sorge, der Junge lebt noch. Er spielt nur einen Toten. Aus der Bibel, Lukas 7, Vers 7 bis 11. Da heißt es, als Jesus nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man eben einen Toten heraus. Und dieser Tote wird dann auferweckt. Und genau das spielt man nach. Die Strohfigur ist der Tote, der durchs Dorf geführt wird, um Essen zu erheischen. Die Strohfiguren der Nachfastnachtszeit werden als Strohbären bezeichnet. Und die sind selten geworden. Vielleicht liegt's ja daran, dass man sich nur äußerst ungern in ein kratziges Korsett zwängen und blind durchs Dorf führen lässt. Dafür braucht es Idealismus. Gepaart mit der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Qual. Der Tod wird überwunden, die Strohfigur, die wird dann verbrannt. Denn nach dem Tod kommt das Leben, das weist ja auch schon ein bisschen auf Ostern hin. Nach der Tristesse des Aschermittwochs kommt die Erweckungsgeschichte und es vollendet sich dann in der Auferstehungsbotschaft von Ostern. Auch der Junge ist jetzt endlich erlöst. Nicht nur im biblischen, sondern auch im wörtlichen Sinn. Aber nicht alle Strohbären sind vom Aussterben bedroht. In Singen am Hohentwiel hat er eine Evolution durchlebt. Vor über 70 Jahren ersetzte man die groben Garben durch ein komfortableres Häs aus Drillig- und Erbsenstroh. Was blieb, war das Stroh am Kopf und nicht im Kopf, was man leider nicht von allen behaupten kann. 1969 wurde ein echter Bär mitgeschleppt. Der dürfte das als wenig vergnüglich empfunden haben. Genauso wie das Stockacher Wildschwein 1940. Oder die Stuttgarter Elefanten 1937. Neben solchen Zurschaustellungen gab es aber auch Tiere, die unverzichtbar waren, wollte man die Wagen nicht selber ziehen. Zuerst waren es noch vor allem Ochsen. Denn kaum ein Bauer hatte ein Pferd im Stall. Wer sich keinen Ochsen leisten konnte, spannte das Pferd des kleinen Mannes an. Das eignet sich schließlich sogar für Polarexpeditionen. Wurde aber, Gott und den Zuschauern sei es geklagt, besteuert. Dem Problem konnte man aber nur aus dem Weg gehen, wenn man sich ein Pferd leisten konnte. Pferde waren zuerst aber noch der Ferrari unter den Zugtieren. Wurden dann aber billiger und zogen nicht selten die Fortbewegungsmittel von morgen durch die Menge. Aus den Umzügen sind sie heute kaum noch wegzudenken. Nicht mehr als Zug, sondern als Reittier. Auch wenn es schon vor 80 Jahren Proteste gab, denen sich viele beugten und lieber selbst zum Tier wurden. Der Mensch als Tier verkleidet ist normal. Andersrum eher nicht. Pudelkostümierung ist für die Verbandsmitglieder die Attraktion des Abends. Geduld und Freundlichkeit der Tiere lassen den Betrachter staunen. Die Ideen der Hundebesitzer ebenfalls. Ein Tier als Tier verkleiden, ist das nicht Gipfel aller Fantasie? Auf geht's in die Arena. Die Gunst des Publikums gilt es zu erringen. Wir kommen jetzt zur Preisverteilung und Siegerehrung. In dem großen Rennen um den schönsten Pudel
und die schönste Kostümierung des Abends hat den ersten Preis gewonnen. Nuschi als Zirkusdirektor. Die meinen das offensichtlich ernst. Genau wie die Villinger, wenn sie sagen, jetzt kämen die Schönsten. Gemeint sind die Wurste, die Wüsten. Im Gegensatz zum armen Cannstatter Pudel schwingt hier aber eine gehörige Portion Ironie mit. Denn als krönender Abschluss des Zuges werden die Gestalten im zerschlissenen Häs mit ramponierter Schemme aus der Stadt gejagt. Es ist ein ritualisierter Spießrutenlauf. Den veranstalten auch die Gengenbacher Spettlerhansel unter Zuhilfenahme eines riesigen Feuerhakens. Damit verjagten sie, der Legende nach war es 1499, den Büttel, der die Fasnacht verhindern sollte. Das Stück Langholz als Symbol für eine Woche närrischer Glückseligkeit. Mutiert in den richtigen Händen und auf den richtigen Schultern, aber schnell zum Zeichen lebenslanger Knechtschaft. Die Haigerlocherl gaben mit dem Bräutlistanz eine Sondervorstellung. Dabei werden die seit der letzten Fasnet neu vermählten Ehemänner auf einer Stange zum Brunnen getragen und getauft. Das funktioniert bei heftiger Gegenwehr auch ohne Stange. Mancher Bräutling sträubt sich allerdings gegen diese Ehre. Die für die meisten aber Anlass zur Freude bot. Man war schließlich frisch verheiratet, die Welt lag einem zu Füßen und man konnte trunken vor Glück ins Leben reiten. Allen anderen, die schon vom harten Alltag eingeholt waren, konnte nur ein noch größerer Baumstamm die lang entbehrte Freiheit zurückbringen. Der Narrenbaum, das Wahrzeichen der Fasnacht, die holzgewordene Verheißung toller Tage. Auf die Idee kamen angeblich die Stockacher zuerst, 1799. Alle anderen folgten. Dabei gilt, je höher der Baum, desto größer die Ehre. Weswegen viele Narren keine Anstrengung scheuen, um mit ihrem Baum hoch hinauszukommen. Andere Narren tauchen da lieber ab. Das Brunnenspringen war früher weit verbreitet, ist dann aber flächendeckend verboten worden, mit einer kleinen Lücke. Wenn man im Februar in einen eiskalten Brunnen springt, ist das der Gesundheit nicht zuträglich. Es hat da immer wieder schwere Unfälle gegeben, Herzstillstände beispielsweise. Und deswegen sind diese Brunnensprünge aus sehr vernünftigen Gründen mehr und mehr verboten worden. Ein Ort, der diese Tradition unentwegt bewahrt hat, das ist Munderkingen. Dort findet der Brunnensprung nach wie vor statt. Nur wenige machen sich nass in der Fasnacht. Viel mehr machen Lärm. Und Lärm haben wir auch wieder? Ja, das sind die Karpatschenschneller, und zwar die Hänseler von Markdorf. Die Karpatsche ist eine alte Fasnachtspeitsche, der Stiel vielleicht 30 cm lang, die Peitsche selber 3,5 bis 4,5 Meter lang. Und es ist eine große Kunst, diese Karpatsche so zu schwingen, dass sie Krach macht. Und anstrengend ist das auch wahrscheinlich. Ja, das muss von klein auf geübt werden. Hubert Guffard aus Markdorf sorgt seit über 60 Jahren dafür, dass geschnellt werden kann. 1954, da bin ich in die Lehre gekommen. Und das war meine erste Aufgabe. Spinnen lernen und dann flechten. Das hat mir dann meine Mutter beigebracht. Weil mein Onkel, der nicht die Lehre gemacht hat, der konnte das nicht. Und Spinnen hat er können, aber der flechten nicht. Und das hat meine Mutter dann nachher mir gelernt.
Und seitdem mache ich Kabatsche. So, dann mit der Hand voraus. Dann wird es aufgeschlagen. Eine echte Kabatsche wird bis heute aus Hanf gemacht. Die Maschine stammt noch aus der alten Werkstatt. In den 50ern war das Hightech. Handarbeits-Hightech, die in der industrialisierten Welt fast ausgestorben ist. Diese Hände flechten allein auf weiter Flur. Beim Krabatschenmacher ist der Nachwuchs das Problem. Erstens das Spinnen von den Fäden. Da braucht man lange Zeit, bis man das im Gefühl hat. Und da springen die meisten halt davon ab, weil das einfach zu langwierig ist. Wenn da einer bloß schnell einmal einen Tag kommt und will das lernen, das klappt halt nicht. Er kommt kaum hinterher mit dem Flechten. Die Nachfrage ist riesig. Heute ist weit verbreitet. Früher war es dann nur in Markdorf. Da haben wir nur für Markdorf die Kabatsche gemacht. Und heute kommen sie halt von überall her. Das ist so, hat sich kolossal gewandelt. Und alle wollen den Lärm, der in den letzten Zentimetern steckt. Kommt das unten rüber. Fallschirmseite kommt unten rein und das ist das, was den Knall gibt. Das ist Überschallgeschwindigkeit, auch das nimmt den Knall. Und er kann's noch. Mit weit über 70. Gelernt ist eben gelernt. Auch wenn er sich das stundenlange Schnellen in der Fasnacht nicht mehr antun würde. Bei den Kabatschen aus Markdorf geht's auch beim Bendeltanz in Leipferdingen um Flechtwerk. Höchst vergängliches allerdings, denn die kunstvolle Form wird sogleich im Rückwärtsgang wieder aufgelöst. Der alte Volkstanz wurde erst in den 1960ern zum Fasnachtsbrauch. Es machen nur und ausschließlich Frauen mit. Eine Rarität in der Fasnacht. Geh, Alte, schau mich nicht so deppert an. Fasching, Fasnacht, Karneval macht die Männer mutig. Letztes Reservat männlicher Vorherrschaft. Frauen sind nur als Staffage geduldet. Es regiert, organisiert, führt an und bestimmt der Mann. Seit 400 Jahren Nasenzug in Wolfach. Schleicht sich eine Weibsperson ins männliche Treiben, wird sie ganz unchevaleresk bestraft mit einem Bad im Narrenbrunnen. Nun ja, wo doch hier die Nase lange Zeit Symbol züchtig verborgener Männlichkeit war, bleibt die Nasenzugreferenz dem Mann vorbehalten? Die männlichen Teilnehmer, ob es kleine oder große sind, junge oder alte, achten streng darauf, dass diese Tradition beibehalten wird. Der Nasenzug soll ein reiner Männerumzug bleiben. Auf das Jahr 1386 führt die Narrow-Alt-Fischer-Zunft in Laufenburg ihre Tradition zurück. Schon damals hatten die Frauen nichts zu melden und auch heute wollen die Narren von Narröninnen nichts wissen. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Frau Rosemarie Grimm, erste und einzige Frau im laufenburgischen Narrenkleid. Ich habe mir gewünscht, ich wäre ein Bub. Und nachdem ich kein Buch gewesen bin, da habe ich gedacht, na, ich schreibe schon mal an den Zunftmeister. Schon lange her. 21 Jahre, 22 Jahre. Und der hat es vorgelegt und dann bin ich einstimmig aufgenommen worden. Und seitdem bin ich bei der Zunft. Und ich fühle mich wohl. Ich bin allerdings nicht als Frau dabei, sondern als Mann. Ich bin Zunftbruder, vollberechtigter Zunftbruder. Der Zunftname von Frau Grimm, Bruder ohne. Denn von brauchtumsnärrischer Sicht aus fehlt uns Frauen eben etwas. Wobei eine Frauengestalt aus der Fastnacht nicht wegzudenken ist. Die Hexe.
Unter Zuhilfenahme eines Fahrgeschäfts namens Kotzmühle trat sie einen unvergleichlichen Siegeszug an. Dabei gehört sie zu den, ja, man könnte sagen, erfundenen Traditionen. In Offenburg tauchten sie wohl zuerst auf. Das war 1933. Und doch gelten sie schon als uralte Tradition. Die Fastnachtshexen. Die Tradition der Narrengerichte ist viel älter als jede Hexe. Hohes Kollegium, liebe Närrinnen und Narren, ich öffne hiermit die Hauptverhandlung gegen eine gewisse Angela Merkel. Die Narren haben ihre eigenen Rechtsvorstellungen, die meistens nicht die dümmsten sind. Und sie klagen die Torheiten des Alltags an. Und da kann man auf einiges Bezug nehmen. Und manchmal zerren die Narren diejenigen, die im Alltag irgendetwas angestellt haben, vor ihre närrischen Schranken und führen sie ihrer Gerichtsbarkeit vor. Und dieses Forum wird gesucht. Ich bin mir der Tragweite dieser Verhandlung bewusst. Liegt mir die Art von Rede und Intonation nicht zur Last, hohes Gericht. Politiker lieben es, vor solchen Narrengerichten aussagen zu müssen, sich verteidigen zu dürfen. Denn hier können sie auch mal wirklich zeigen, dass sie witzig sind. Wo hat ein Politiker sonst mal die Chance, im Bundestag gewiss nicht, 20 Minuten lang am Stück zu zeigen, dass sie eigentlich witzig sind? Sie können alles außer Hochdeutsch. Ich kann fast alles. Und wo kann ein Politiker schon ungestraft falsche Hoffnungen wecken und absurde Wahlversprechen machen? Ich werde persönlich dafür Sorge tragen, dass in allen Wirtshäusern in Stockach und Umkreis die Gläser immer richtig voll gegossen werden. Ganz. Gleich, wie tief der Ausschnitt der Kellnerin auch immer sein mag. Und am Ende unterwerfen sich alle dem närrischen Urteil. Und nun geschehe, was recht ist. Diese Schicksalsergebenheit würde sie kaum an den Tag legen, müsste sie vor ein anderes Narrengericht, das von Grosselfingen. Spreche ich den Staat über euch und spreche euch zwei Missetätern das Leben ab. Grosselfingen ist ein ganz einzigartiger Fastnachtsbrauch im gesamten deutschsprachigen Raum. Es ist der am besten durch Dokumente belegte Fastnachtsbrauch überhaupt, den wir kennen. Da kommt nicht Mainz mit, da kommt nicht Köln, nicht Rottweil mit. Grosselfingen ist es. Mit einem ganz eindrucksvollen Spiel, das zurückgeht, mit Sicherheit bis ins späte 16. Jahrhundert, in dem die verschiedensten Motive anklingen. Eines der Motive ist eben das Narrengericht, aber es gibt noch eine Menge anderer Handlungen. Man muss sich als Zuschauer für eine entscheiden. Sehr komplex, ein ganzes Dorf spielt mit. Wenn Narren die Macht haben, kann der Umgang eben schnell mal rauer werden. Diese Erfahrung machen in jedem Jahr viele Stadtväter. Beim Rathaussturm. Gegenwehr zwecklos. Der Bürgermeister mit seinen Mitarbeitern verteidigte sich mit Platzpatronen, mit Sägemehl und mit Bonbons. Aber das sind die Hansen. In die Wut des Sturmes dunkeln! Bravo! Die Flammen lodern Lichter auf! Gaudi hi! Gaudi da! Gaudi hi! Gaudi da! Gaudi hi! Gaudi da! Und das ist eine besondere Form zärtlicher Unterhaltung mit einem städtischen Beamten. Den schon die Kleinsten lernen. Hat den Anstoß nun gegeben zu einem freien, frohen Leben. Oh!
Aber wer übernimmt da eigentlich die Macht? Der Narr. Und der ist eine klassische Gestalt. Im Rottweiler Münster kann man, gut sichtbar, aber ganz weit oben, das Vorbild finden. Das ist die älteste Narrendarstellung, die wir in Rottweil haben. Eine Konsolplastik von 1497, ein Narr mit einem Dudelsack und einem Hund. So nah kommt man übrigens da normalerweise nicht dran. Nur alle paar hundert Jahre, wenn eben das Münster renoviert wird. Der Narr. Ausgerechnet in einem Gotteshaus. Das ist in Rottweil kein Widerspruch. Man muss seinen Gegner, dem nichts heilig ist, schließlich kennen. Hier haben wir den Hahnenreiter, der begegnet uns auch in der Fasnacht. Das ist der Guller. Und ganz berühmt natürlich die Stuhlwange mit der Narrenmutter. Die Mutter aller Narren, die ihrem Wickelkind Narrenspeise einflößt. Ihr Nachwuchs ist das klassische Produkt einer antiautoritären Erziehung. Nimmt sich alles raus und darf alles. Nehmen Sie die Hofnarren im Mittelalter. Die durften der Obrigkeit auch einiges sagen und waren aber geschützt durch die Narrenkappe. Vor allem, wenn sie versöhnliche Töne anstimmten. Des Narrenkritik wird stets versöhnen, wenn jeder selbst darüber lacht. Der reine Tor will nie verletzen, wenn lächelnd er die Wahrheit spricht. Drum sollte man Narrenfreiheit schätzen, denn Narreneifer schadet nicht. Die Wahrheit zu sagen ist etwas sehr Reizvolles. Allerdings muss man sagen, wenn ein Weiser, also nicht ein Narr, die Wahrheit sagt, so kann es ihn den Kopf kosten, sagt Erasmus von Rotterdam. Narrenfreiheit, das ist damit gemeint, dass man also ungestraft die Wahrheit sagen kann. Was aber, wenn gefährliche, wahnsinnige Narren die Macht übernehmen? Dann ist es mit der Freiheit schnell vorbei. Ab 1933 brachten die Nazis Fasnacht und Karneval auf Linie. Die Nationalsozialisten waren ja bestrebt, alles, auch die gesamte Kultur, gleichzuschalten. Und zur Kultur haben eben auch die Feste und Bräuche gehört. Speziell bei der Fasnacht haben die Nationalsozialisten immer wieder versucht, eine Allianz zu schmieden zwischen der NSDAP und den Narren. Zumal sie eben auch noch geglaubt haben, dass die Fasnacht germanischen Ursprungs sei. Und das war natürlich eine Steilvorlage für die Nationalsozialisten. In Wirklichkeit gibt es überhaupt keine Bezüge zu den Germanen. Die waren alle konstruiert. Viele Umzüge mutierten zu hämischer Propaganda. Gegen den Völkerbund zum Beispiel, bestehend aus jüdischen Geldsäcken. Oder man feierte die Kriegserfolge der italienischen Faschisten in Nordafrika. Und die Flucht des Negerkönigs zu eben diesem Völkerbund in London. Und die Amerikaner standen eh unter jüdischer Fuchtel. Fasnacht, je mehr sie zum rheinischen Karneval hin tendiert, hat die Eigenschaft, politisch zu sein. Und ein Fest, das politisch ist, kann natürlich auch mal daneben liegen und kann Fehler machen in seinen Bewertungen. Und genau das ist im Dritten Reich oft auf sehr unschöne Weise passiert. Andererseits muss man aber sagen, dass es die Ausnahmen waren. Die meisten Narren haben versucht, sich doch sehr wertneutral zu verhalten und Verunglimpfungen, soweit es geht, zu unterlassen. Aber Ausnahmen bestätigen leider die Regel. Inklusive besonders schrecklicher Entgleisungen. Man feierte den Südwesten judenfrei.
Ab 1940 wurde kaum noch Karneval gefeiert. Die Narretei war besiegt von der Barbarei des Krieges. Wie hier an der Ostfront verschafften sich einige Soldaten ein paar unbeschwerte Momente als lustige Lanzer. Für die Menschen in den gerade eroberten Gebieten war diese unheilige Allianz von Stahlhelm und Narrenkappe eher wenig vergnüglich. Es gab aber Narren, die dagegen hielten, wie Seppel Glückert und Martin Mundo. Die standen, so gut sie eben konnten, zu ihrer Narrenfreiheit. Im Dritten Reich gab es nun einige von meinen Rednern, die halt schon sehr bekannt waren und insofern vielleicht schon ein bisschen Schutz hatten, wo aber dann doch schon sehr viel Mut dazu gehörte, etwas zu sagen. Und die haben das dann so geschickt oft verklausuliert, dass man, jeder hat es verstanden, aber wenn sie gefragt wurde, das ist doch so gemeint, wenn das jetzt völlig anders, als sie das jetzt politisch auslegen, obwohl der zugehört hat, genau gewusst hat, was man meinte. Sieg Heil und Unheil sind sich zum Verwechseln ähnlich. Es war zum Beispiel so, dass der Gauleiter am Aschermittwoch praktisch in das Gouvernement das gesamte Komitee des MCV einbestellt hat. Das war, da hat man gedacht, die werden jetzt verhaftet. Und da haben sich schon Leute, die Mainzer Bürger, vor dem Gouvernement versammelt, um da also dagegen zu protestieren. Und dann so um 11 gingen die Türen auf und dann hat er gesagt, Edge, das ist nur ein Spaß, wir haben euch zum Katerfrühstück eingeladen. Ja. Da muss man aber schon sehr starke Nerven haben, um das so zu akzeptieren. 12 Jahre dauerte der böse Spuk. Und ausgerechnet die ehemaligen Gegner hauchten der Fastnacht wieder Leben ein. Die Freitreppe des französischen Hotels Tour d'Auvergne war Schauplatz der Absetzung und Übergabe der närrischen Gewalt. Und da es in dieser Stadt gleich zwei Befehlshaber gibt, hieß es für den französischen Oberkommandierenden General de Brébisson, das militärische Zepter an ihre Tollitäten abgeben und für Oberbürgermeister Dr. Schlapper das Kommunale. Die Franzosen hatten den ganzen völkisch-germanischen Humbug nie ernst genommen, sondern sahen die Fasnacht so, wie sie heute auch die UNESCO sieht, als wertvolle Kultur. Man weiß, dass die Franzosen sehr, sehr viele kulturelle Einrichtungen hier befördert haben, überhaupt mal errichtet haben und dass sie wohl getragen waren von dem Gedanken, wir haben materiell, finanziell nicht so viel anzubieten wie die Amerikaner, aber in unserem Bereich wollen wir dafür die Kultur stärken. Und ein schöneres Kompliment kann die Fasnacht nicht haben, als wenn einer von außen kommt und sagt, bitteschön, zu unserem kulturellen Programm gehört auch, dass ihr wieder Fasnacht macht. Eine Lichtgestalt war der Stadtkommandant von Mainz, Louis-Theodor Kleinmann. Unmittelbar nach Kriegsende forderte er die Mainzer auf, wieder Fasnacht zu feiern. Er bekam dafür das Bundesverdienstkreuz, die Narren ihre Freiheit zurück. Auch zur politischen Satire. Seit Jahren schwimmen sie mit oben, doch eins will keiner recht kapieren. Wie soll ein Wahlsystem man loben, wo die mit 6% regieren? Nach zaghaften Anfängen 1946 unter dem Motto Lachen unter Tränen nahm die Fasnacht bald richtig Fahrt auf. Am Rosenmontag es entstanden Superhits. Einer davon, gerüchteweise sogar sowjetischen Ursprungs. Man musste nur den kommunistischen Text des Weltjugendliedes durch etwas Sinnvolleres ersetzen und fertig war die Hymne. Ja, da geht's!
1964 konnten die Zuschauer gar nicht mehr aufhören damit. Die Sendung überzog um eine satte Stunde. Honecker, Chruschtschow und die FDJ sind bestimmt vor Neid erblasst. Aber alles, alles findet irgendwann ein schauriges Ende. Selbst die Fasnacht. Mit den letzten Takten bricht die Stunde der Wahrheit an. Der Duft von Parfum und Puder weicht dem Geruch von Schweiß, abgestandenem Bier und kalter Zigarettenasche. Aschermittwoch ist alles vorbei. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Doch Narren haben das Talent, selbst aus einem schrecklichen Ende ein Spektakel zu machen. Trommelwirbel zum letzten Akt in Endingen am Kaiserstuhl. Der Jockili bekommt einen würdigen Abschied. Wir haben uns alle da um der althistorisch Endinger Rothüsbrunnen versammelt, um die Urgestalt von unserer wunderschönen, herzergreifenden Endinger Fasnacht für ein ganzes Jahr wieder zu verabschieden. Und jetzt spielen wir mit der Melodie. Der Spaßmacher versinkt wieder im Brunnen und überlässt uns den gnadenlosen Härten eines unwitzigen Alltags. Die Schlüssel zur Macht liegen wieder in den Händen der Mächtigen und die Narren werden aus der Stadt herauskomplimentiert. Ernste Zeiten brechen an, in denen sich deprimierte Gestalten schwer gebeugt in ihr Schicksal fügen. Wie der Villinger Kater und seine Anhänger. Es ist ein letzter, schwerer Gang. Der Abschied von der Fasnacht. Noch einmal blicken uns die Masken an. Lachend oder weinend, in all ihrer Närrischkeit vielleicht ein wahres Abbild des Lebens. Dann aber verschwinden sie wieder für ein Jahr im Dunkel der Truhen und warten auf den Tag, an dem sie erneut in die Welt des Alltags einbrechen können.